Grünenthal und die Familie, die sich hinter diesem Unternehmensnamen verbirgt, sind zweifellos für ihre bahnbrechenden Beiträge zur pharmazeutischen Industrie bekannt. Mit bemerkenswertem Unternehmergeist und grenzenloser Hingabe zum medizinischen Fortschritt hat die Familie Wirtz eine unglaubliche Entstehungsgeschichte geschrieben. Doch es gibt auch Schatten in der Vergangenheit, welche die dunkelsten Momente in der Geschichte des Unternehmens darstellen und die wir heute durchleuchten wollen. Aber halt! Bevor wir in die aufregende Vergangenheit des Grünenthal-Unternehmens eintauchen, kannst du uns schnell einen Like oder Kommentar dalassen und uns helfen, auch zukünftig solche spannenden Videos zu machen. Bist du bereit, dich mit uns auf die Reise in die Grünenthal-Entstehungsgeschichte zu begeben? Anders als so oft beginnt die Gründung des Grünenthal-Unternehmens mit einer Frau. Maria Katharina Welter wurde am 1. Juli 1797 in Stolberg als Tochter eines Brauereibesitzers geboren. Sie ist noch sehr jung, da heiratet sie einen Mann namens Johann August Wirtz. Die Ehe bleibt nicht kinderlos und so bekommen sie am 5. Dezember 1822 einen Sohn, den sie Andreas August nennen. Doch das Schicksal schlug unbarmherzig zu und Johann August Wirtz starb nur kurze Zeit nach der Geburt seines Sohnes. Maria Katharina heiratete im Jahre 1825 nach dem Tod ihres Mannes relativ schnell wieder, und zwar einen Bäcker und Kolonialwarenhändler Michael Meurer, der nach dem Tod seines Bruders dessen Bäckerei und Kolonialwarengeschäft in Stolberg übernommen hatte. Dass sie einen Sohn aus erster Ehe mitbringt, ist für Michael nicht weiter dramatisch, denn er ist selbst ein Witwer und liebt Kinder. Maria Katharina kümmert sich um den Haushalt und die Familie und unterstützt ihren Mann bei seinen geschäftlichen Tätigkeiten. Michael beschließt, sein Geschäft um ein Seifenherstellerunternehmen zu erweitern und ist damit sehr erfolgreich. Er gründete den Seifenbetrieb Meurer und Wirtz, während Andreas bei ihm den Beruf des Bäckers und Kolonialwarenhändlers erlernte. Andreas wächst zu einem jungen Mann heran und trifft seine große Liebe, Apollonia Marx, die er am 24. November 1845 zum Altar führt. Noch am selben Tag wird er Teilhaber im Seifenunternehmen in der Klatterstraße seines Stiefvaters Michael. Nachdem sein Stiefvater ein alter Mann geworden war, übernahm Andreas die Leitung des Unternehmens. Unter ihm wuchs Meurer und Wirtz zu einem führenden Seifenhersteller in Deutschland heran und erhielt dafür 1851 die Konzession von der preußischen Regierung. Andreas kauft bei verschiedenen Lieferanten wie in Mannheim, in Antwerpen und in London ein. Dann am 23. Januar 1856 starb Michael im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Stolberg. Auch wenn wir uns hier von ihm verabschieden müssen, so war seine Ehe mit Maria Katharina die Grundlage für den Aufstieg der Familie Wirtz. Im Jahre 1859 bekommen Andreas und Apollonia am 9. Mai ihren ersten Sohn und taufen ihn Franz Maria. Franz beschloss, Chemiker zu werden und trat nach erfolgreich abgeschlossenem Studium 1875 in das Familienunternehmen ein, das zu dieser Zeit bereits 13 verschiedene Seifensorten herstellte. Franz beliefert nicht nur Kunden aus dem Rheinland, sondern auch die in Westfalen und sogar Belgien. Für ihn war es 1882 an der Zeit, zum Prokuristen des Familienunternehmens aufzusteigen. Doch dann sollte der 23. Januar wieder einmal ein schicksalhafter Tag werden. Wie schon sein Vater, so starb auch Andreas an diesem Datum im Jahre 1884. Zusammen mit seiner Mutter führt Franz nun das Unternehmen in der dritten Generation weiter. Den scharfen Geschäftssinn hatte er von seinen Eltern gelernt und Deutschland allein reichte ihm nicht aus. Er peitscht das Unternehmen zum führenden Seifenhersteller in ganz Europa, über die Grenzen des Landes hinaus. Das gelingt ihm, indem er neue Seifenrezepturen wie die Dalli-Seife, die heute noch eine der beliebtesten Seifen Deutschlands ist, herstellt. Als gelernter Chemiker ist das keine besonders große Herausforderung für ihn.
Er verwendet Rohstoffe wie Talg, Kokosöl, Leinöl, Harz, russische und rheinische Pottasche, Soda, Salz und Wasser, um die Seifen herzustellen. Ein weiterer Erfolg, der Franz zugeschrieben werden kann, ist die erstmalige Herstellung von Waschpulver, das er damals aus pulverisierter Seife produzieren ließ. Zur damaligen Zeit war das eine wahre Innovation und bald wuchs die Nachfrage so stark an, dass Franz beschloss, Chemikalien wie Soda und Wasserglas in das Waschpulver mixen zu lassen. Dann hört er von einem Bekannten, dass die Stadt Stolberg den Kupferhof Grünenthal verkaufen möchte. Er wird hellhörig. Der Kupferhof liegt außerhalb des Stadtzentrums und wäre der ideale Standort. Doch die Verhandlungen mit der Stadt Stolberg hatte Franz sich leichter vorgestellt, als sie waren. 1888 werden sie sich endlich einig und schließen den Kaufvertrag ab. Nach unendlichen Bau- und Renovierungsarbeiten zog das Unternehmen im Herbst 1889 dort ein. Ein Neuanfang. Doch die Freude sollte nicht von allzu langer Dauer sein. Mutter Apollonia starb am 27. Dezember 1889 und hinterließ ihm das Unternehmen. Nur kurze Zeit später traf Franz Maria eine Frau namens Josephine Brückmann, deren soziales Engagement und Gutherzigkeit ihn total begeistert, und heiratete sie am 5. September 1891 in Stolberg. Auch geschäftlich geht es weiter bergauf. Das Meurer und Wirths Seifenpulver entwickelt sich zu einem echten Verkaufsschlager. Doch mit dem Erfolg kommt auch die Gefahr der Nachahmung durch die Konkurrenz. Also beantragt Franz 1894 die Eintragung von Bildzeichen wie den Sänger mit Hund oder ein Pferd, die er für verschiedene Kernseife-Produkte aus seiner Herstellung verwendet. Am 20. Oktober 1896 steht doppeltes Glück ins Haus. Franz bekommt gleich zwei Söhne, also Zwillinge, mit den Namen Hermann August und Alfred Richard. Geschäftlich geht er ebenfalls einen wichtigen Schritt. Durch seinen Status des führenden Seifenherstellers in Europa erscheint es ihm leichter, Niederlassungen in anderen Ländern zu gründen, anstelle aus Deutschland in die ganze Welt zu liefern. Das Jahr 1899 ist ein wichtiges Jahr für die glorreiche Zukunft der Wirts. Das Warenzeichen Dalli wird endlich beim kaiserlichen Patentamt eingetragen. Und nicht nur das. Franz erweitert ebenfalls das schon bestehende Sortiment um neuartige Kosmetik- und Reinigungsartikel und kauft größere Siede- und Laugenkessel sowie Spindelpressen. Aber wie hat Franz das mit dem Strom gemacht? Der nebenan fließende Fichtbach erzeugt genug Wasserkraft, um die ganze Fabrik mit Strom zu versorgen. Damit ist Franz ein Vorreiter seiner Zeit, denn Stolberg sollte erst 10 Jahre später durch ein Elektrizitätswerk mit Stromenergie versorgt werden. Noch vor der Jahrhundertwende erweiterte Franz die Fabrikgebäude und ließ 1901 die Dampfheizung dort einführen. Und weil es mit der Dampfheizung so gut funktionierte, nahm nur kurze Zeit später die erste 40 PS Dampfmaschine ihren Dienst auf. Das Unternehmen wächst und gedeiht. Franz wird klar, dass er mit Werbung noch mehr potenzielle Kundschaft erreichen kann, und so stellt er 1903 einen Werbefachmann ein, der sich um die nötige Reklame kümmert. Auch auf seine Außendienstmitarbeiter kann Franz zählen. Sie bereisen im Namen Meurer und Wirths nicht nur das Rheinland, sondern auch Westfalen, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Bis 1910 wurden Unmengen neuer Maschinen und Gerätschaften mit ins Inventar aufgenommen, was auch zur Mechanisierung des Produktionsprozesses beitrug. Bald waren allerdings die bestehenden Außenlager nicht mehr ausreichend und so beschloss Franz 1910, ein Zweighaus in Düsseldorf zu eröffnen. Ein weiterer Sprung auf der steilen Karriereleiter. Während die Zahl der Mitarbeiter in den späten 1850er Jahren nur 10 betrug, waren im Jahr 1913 schon rund 50 Menschen beim Unternehmen angestellt. Für sie war es nicht immer einfach. Die Arbeitstage bei Meurer und Wirths begannen morgens um 6 Uhr und enden abends um 19 Uhr. Ein Knochenjob. Aber Franz stand vor der nächsten Herausforderung. Denn der Firmenkomplex im Grünental war aufgrund der hohen Mitarbeiterzahl und der starken Nachfrage bald schon wieder zu eng.
Außerdem fehlt dem Ort eine eigene Eisenbahnstrecke, die es für Franz leichter gemacht hätte, die Rohstoffe und Fertigwaren zu transportieren. Er hat keine Wahl. Er macht sich auf die Suche nach einem neuen Standort. Außerhalb der Stadt findet er das Richtige für sich und sein Unternehmen. Ein 25.000 Quadratmeter großes Gelände an der Zweifallerstraße, welches Dollgarten genannt wird, und an der Bahnstrecke von Stolberg nach Walheim lag. Perfekt. Franz schlägt zu und kauft es. Auf diesem Gelände lässt er innerhalb von nur 4 Jahren einen Gebäudekomplex errichten, der den kompletten Arbeitsablauf von der Rohstofflieferung bis hin zum Versand ermöglicht. Den Ersten Weltkrieg steckt Meurer und Wirtz einigermaßen gekonnt weg, doch das immense Wachstum des Unternehmens wird abrupt unterbrochen. Es war damals einfach nicht möglich, großartig ins Ausland zu exportieren oder den eingeschränkten Rohstofflieferungen und staatlichen Interventionen zu entkommen. Und auch nach Kriegsende wird es nicht viel einfacher für Franz. Es ist die Zeit der Hyperinflation, die den Konsum extrem hemmt und noch mehr Geduld von Franz abverlangt. Doch das Durchhaltevermögen wird belohnt. Und im Jahre 1925 beginnt sich die deutsche Wirtschaft zu erholen. Aber Franz muss sich zu der Zeit schön langsam Gedanken um seine Nachfolge machen. Sein Sohn Hermann August ist für den kaufmännischen Zweig Feuer und Flamme. Er machte seine Ausbildung zum Kaufmann und trat Anfang der 1920er Jahre in das Familienunternehmen Meurer und Wirtz ein. Auch er hat ein gutes Händchen für das Geschäft. Und die Grundsteine, die sein Vater und Großvater gelegt hatten, helfen ihm, zum führenden Seifen- und Kosmetikhersteller von Europa zu werden. Der Standort Grünenthal ist schon lange zu einem führenden Industrieunternehmen geworden. Und er ist nicht allein. Auch sein Zwillingsbruder Alfred und der jüngste Arthur standen zu dieser Zeit an seiner Seite. 1927 wandelten sie das Meurer- und Wirtz-Unternehmen in eine GmbH um. Nur 3 Jahre später, am 3. November 1930, starb Franz. Es war ein Schlag für seine Söhne und sie wussten, dass sie von nun an die komplette Verantwortung für das Familienunternehmen übernehmen mussten. In den darauffolgenden Jahren schafften sie es, weitere Ergänzungen an der Produktpalette vorzunehmen. Das Dali Fix Klarspülmittel Dalita und eine Zahnreinigungsseife namens Dalidont machen sich zu jener Zeit einen großen Namen. Nicht zuletzt durch die massiven und großartigen Werbekampagnen wurde die Marke so schnell beliebt. Zeitungsanzeigen, Plakate, Coupons und kostenlose Testpackungen, aber auch Filme, Schallplatten, Werbefahrzeuge und geschulte Verkäuferinnen, die die deutschen Hausfrauen sogar teilweise zu Hause besuchten, sind damals etwas ganz Neuartiges auf dem Gebiet der Werbung. Arthur, der nach der Schule in Frankreich die Parfumherstellung studiert hatte, eröffnete kurz darauf ein neues Kapitel in der Geschichte Meurer und Wirtz. Es ist Arthur, der die kürzlich geschaffene Kosmetikabteilung und die sogenannte Kulturparfümerie, in der die ersten Parfums unter dem Label Kultur verkauft werden, leitet. In dem Labor dieser Abteilung lässt er Kaltcremes, Gesichtspuder, parfümierte Luxusseifen und Parfum herstellen. Nachdem Kaufhäuser aus dem Boden Deutschlands sprießen, steht Arthur einer Explosion an Nachfrage für parfümierte Toilettenseifen gegenüber. Arthur lässt im Kulturlabor neue Düfte entwickeln, die er diesem Artikel beifügt. In den frühen 1930er Jahren schaffen es die Brüder mit ihren Waren sogar bis Nord- und Südamerika, Afrika und Asien. 1937 steht eine Namensänderung an. Hermann, Arthur und Alfred wandeln das Unternehmen ein weiteres Mal um, diesmal in eine Kommanditgesellschaft, in der mittlerweile um die 700 Mitarbeiter beschäftigt sind. Der Name ändert sich also von Meurer und Wirtz GmbH zu Dalli Werke Meurer Wirtz KG. Als das Nazi-Regime in Deutschland tobt, werden 1938 auch von den Brüdern Wirtz 2 große Seifenhersteller übernommen. Die Döring-Werke in Berlin und die Riva in Wien sind Hermann und Arthur zum Opfer gefallen. Aber das Dritte Reich hat für die Brüder nicht nur Vorteile. Alle stehen unter strenger staatlicher Verwaltung und die Rohstoffbeschränkungen machen ihnen zu schaffen. Doch da gibt es ja jetzt die deutsche Armee, die sich über standardisierte Seifen und Seifenpulver freut.
Und auch für die Zivilbevölkerung haben die Brüder das Richtige. Neu entwickelte, fettfreie Dalli-Produkte. Außerdem beginnen Hermann, Arte und Alfred damit, gegen die Rohstoffknappheit zu rudern. Im Labor lassen sie ganz einfach Produkte entwickeln, deren Herstellung Rohstoffe nicht beschränkt werden, wie zum Beispiel die zwei Waschpulver mit den Labeln Kutil und Butil, die auf synthetischen Fettsäuren basieren, und Mersol, eine paraffinbasierte Seife. Doch dann geschieht etwas, das als Tragödie in die Familiengeschichte eingehen wird. Trotz aller Erfolge mit seiner Parfümerieherstellung wird Arthur plötzlich schwer krank. An was genau er erkrankte, wissen wir nicht, aber der Kampf gegen die Krankheit dauerte nicht lange. Am 9. Juli 1940 verliert er ihn schließlich und stirbt. Arthur wird nur 38 Jahre alt. Nicht nur für Hermann und Alfred ist das ein schwerer Schlag, sondern auch für das Unternehmen. Was tun? Arthur war es gewesen, der die Kosmetikabteilung ins Leben gerufen hatte und sie mit seinem chemischen Wissen zu dem gemacht hat, was sie heute war. Hermann und Alfred suchen nach einer Lösung. Die werden sie auch finden, aber dazu kommen wir gleich noch. Bis zum Herbst 1944 laufen die Produktionen der Meurer und Wirths auf Hochtouren. Dann wird Deutschland zum Besatzungsland, nachdem alliierte amerikanische Truppen ins Land einfallen und die Region besetzen. Doch immerhin hatten sie den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden. Das Schicksal der totalen Zerstörung anderer Unternehmen durch Luftangriffe teilen sie nicht. Und noch etwas anderes teilen sie nicht: die Angst vor der Zukunft. Doch diese soll anders aussehen, als die zwei Brüder es sich zu dieser Zeit vorstellen können. Wenn wir uns mit dem Unternehmen Grünenthal und der Familie Wirths beschäftigen, müssen wir auch die Gründung der Dalli-Werke beleuchten. Nach dem Tod von Arthur hatten Hermann und Alfred überlegt, wie es mit dem Unternehmen weitergehen sollte, besonders mit dem Kosmetik- und Parfümeriezweig. Für sie gibt es nur eine vernünftige Lösung. Die Dalli-Werke Meurer und Wirths soll in zwei unabhängige Geschäftsbereiche umstrukturiert werden. In den Geschäftsbereich Dalli-Markenprodukte, kurz DMA, und den Geschäftsbereich Kosmetik und Parfum Meurer und Wirths, kurz M&W. Für die Tochtergesellschaften in Berlin und Wien bedeutet das das Ende, aber die Hauptfabrik der Brüder in Stolberg nimmt im Jahre 1945 die Produktion wieder auf. Doch viele der Rohstoffe, die sie benötigen, sind nicht sofort wieder frei auf dem Markt erhältlich. Also setzen die Brüder für weitere 3 Jahre verstärkt die Produktion von Kutil und Botil fort. Und obwohl diese Idee aus der Tatsache entstand, dass ihnen einfach die nötigen Rohstoffe fehlten, war es die richtige Entscheidung, wie sich bald herausstellen sollte. Anfang der 1950er Jahre ist Botil zum zweitbeliebtesten Seifenpulverprodukt Deutschlands geworden. Kurz darauf wird das erste seifenfreie Seifenpulver in Perlenform von den Dalli-Werken angeboten, das es knappe 10 Jahre später in einer familienfreundlichen Verpackung mit Tragegriff geben wird. Gleichzeitig betraten Hermann und Alfred den vielversprechenden Markt für Handelswaren. Im Laufe der Zeit kann die DMA unzählige Verträge mit großen Supermarktketten abschließen. Aldi ist einer davon. Der deutsche Discounter erteilt ihnen im Jahre 1967 den ersten Auftrag, die Seifenpulvermarke Tandil herzustellen. Was Hermann und Alfred mit der DMA erreichen können, das wollen sie auch im Geschäftsbereich M&W herausfordern und starten schon in den 1950er Jahren den Angriff auf den Markt der Luxuskosmetik. Die parfümierte Luxusseife von Riva, die sie vor dem Zweiten Weltkrieg unter dem Namen Tabak für Männer entwickelt haben, zeichnet sich zu einem dauerhaften Erfolg ab. Verpackt in kleinen Bastfaserbeuteln mit einem roten Siegel und einem viel zu hohen Verkaufspreis entwickelt sich diese Luxusseife zum Bestseller. 35 verschiedene Kosmetikprodukte, darunter Eau de Toilette, Aftershave und Rasiercreme, verkaufen die Brüder in der Tabak-Original-Männerreihe. Aber nicht nur die Männerprodukte sind beliebt bei den Kunden.
Die neu geschaffene parfümierte Kosmetikserie für die Damenwelt ist nicht weniger erfolgreich. Gerade wegen des steilen Aufstiegs des Unternehmens ist es jetzt an der Zeit, die nächste Generation ins Spiel zu bringen. Richard, der Sohn von Alfred, trat 1957 als junger, motivierter Mann in das Familienunternehmen ein. Es ist der Beginn der vierten Generation der Unternehmensleitung. Ihm folgten 1960 Andreas, der Sohn von Arthur, der nach dem frühen Tod seines Vaters etwas erreichen wollte, und Hermann Junior, dessen Einstieg ins Unternehmen ganze 15 Jahre auf sich warten lässt. Diese drei werden als die treibende Kraft hinter der Internationalisierung des Familienunternehmens beschrieben. Mit ihnen kam in den 1960er Jahren die Übernahme des französischen Seifenherstellers Savonnerie Wagner in Straßburg und der Kosmetikvertriebsfirma Cosmiorop, die in Paris ansässig ist. Die Exportmengen des Unternehmens steigen und so macht sich die vierte Generation ebenfalls einen Namen im Ausland. Die Mitarbeiterzahl verdoppelt sich von 1.000 im Jahre 1950 auf 2.000 im Jahre 1970. Das Familienunternehmen scheint unaufhaltbar zu wachsen. In den 1970er Jahren wurde der Hauptsitz in Stolberg vergrößert und im nahegelegenen Eschweiler errichten Richard, Andreas und Hermann Junior ein modernes Verteilzentrum mit großem Lagergebäude. 1979 reißen sie die Nico-Werke an sich, einen Hersteller von speziellen Textilpflegeprodukten unter der Marke Evidur. Zur selben Zeit beschließt Richard, in die Fußstapfen seines Onkels Arthur zu steigen und verschreibt sich dem Parfümgeschäft. Und er macht ernst. Zum Jahreswechsel begann er die Zusammenarbeit mit einem renommierten Modedesigner aus Paris, Loris Assaro. Nur kurze Zeit später startet die Meure und Wirz unter Richards Leitung die Arbeit an dem Luxusparfüm Assaro, das der Modedesigner für Frauen entworfen hatte, die seine Abendkleider tragen. Nur ein Jahr später gründeten sie das Joint Venture Parfüm Loris Assaro S.A. Unter diesem Namen verkauften sie in den 1980er Jahren eine Reihe von Produkten mit vollem Erfolg. Daraufhin ändern die Brüder ihre Unternehmensorganisation drastisch. Das müssen sie auch, denn aufgrund der hohen Verkaufszahlen schaffen sie es alleine nicht mehr. Deshalb erschaffen sie in gegenseitiger Übereinstimmung eine Management-Einheit, die sie unterstützen wird. Damit geht das Wachstum weiter. Im Jahr 1991 übernahmen sie die Firma Montana Fragrance SA, das Parfums für den französischen Modedesigner Claude Montana vermarktete. Außerdem ändern sie die drei Geschäftsbereiche, auch die Parfumabteilung, die den Namen Parfac erhalten hatte, zu eigenen Profitcentern, die unter dem Dach der Management Holding Dalliwerke Meurer und Wirz GmbH und Co. KG, welche 1999 etabliert wird, operieren. Doch mit dieser Veränderung kommen auch Probleme, besonders als Richard ein Jahr später an Herzversagen stirbt. Um in die anderen beiden Profit-Center mehr Geld investieren zu können, entschließen sich Hermann Junior und Andreas schließlich, die Parfac zu verkaufen. Und sie stehen noch vor einer anderen Herausforderung. Das schnelle Wachstum ihrer deutschen Einzelhandelskunden bringt sie an ihre Grenzen. Deshalb wurden die Dalli-Markenprodukte von 26 Marken in den 1990er Jahren auf nur noch 8 Marken im Jahr 2004 reduziert und die Werbemaßnahmen dafür komplett eingestellt. Das ist zwar ein Schritt in die Erleichterung des Auftragspensums, jedoch machen sich die Brüder damit von nur wenigen Kunden abhängig. Und diese Kunden erwarten qualitativ hochwertige Produkte, die zu niedrigen Preisen angeboten werden können. Das bringt Hermann Junior und Andreas in eine prekäre Lage. Sie befinden sich unter immensem Kostendruck. Es bleibt ihnen nur die Wahl, das Unternehmen ein weiteres Mal zu verändern, wenn sie im Spiel bleiben wollen. Diesmal durch Investitionen in neue Technologien. Sie errichten im Jahre 2003 für die Dalliwerke Europas modernste Abfüllanlage für flüssige Haushaltsreiniger, Geschirrspülmittel, Textilpflegeprodukte, Shampoo, Flüssigseife und Badeschaum in Flörsheim-Dalsheim nahe Mainz. Aber die Hoffnung, damit alle Probleme gelöst zu haben, stirbt schnell. Die Gewinne schrumpfen kontinuierlich.
2006 gibt Andreas schließlich auf. Er verkauft seine Anteile der Dalli-Werke an seinen Cousin Hermann Junior. Dieser wird das letzte Familienmitglied der Familie Wirth sein, welches das Unternehmen leitet. Und er ist der treibende Motor hinter der erfolgreichen Geschäftsgestaltung des Unternehmens. Hermann Junior bringt einen neuen Wind in den Verkauf der Parfümerieabteilung. Er konzentriert sich auf die Jugend. Mit Marken wie Fishbone richtet er sich ab 2005 an die Kundschaft im Alter von 14 bis 29. Und nicht nur das. Hermann Junior schnappt sich ein Jahr später die älteste Parfümmarke Deutschlands. 4711 Eau de Cologne. Deren Geschichte bis 1792 zurückreicht. Ein bedeutender Spielzug. Aber die Entwicklung und der Vertrieb neuer Parfums wird immer riskanter und kostspieliger für Hermann Junior. Auch der Markt der Reinigungsmittel ist zunehmend vom Wettbewerb unter den Herstellern geprägt. Doch das sind nur zwei der Probleme, denen das Unternehmen gegenübersteht. Wenden wir uns nun ausführlich der Chemie Grünenthal GmbH zu, dem deutschen Pharmaunternehmen, das Hermann Senior am 29. Januar 1946 in Stolberg gegründet hat. Bisher sind wir nicht viel auf die Jahre des Dritten Reichs in Zusammenhang mit der Wirtsfamilie eingegangen. Aber wen wundert's? Auch hier finden wir tiefe Verbindungen. Hermann selbst war ein NSDAP-Mitglied und beschäftigte während des Zweiten Weltkriegs mehrere NS-Verbrecher im Unternehmen. So zum Beispiel Otto Ambros, der vor seiner Anstellung in der Chemie Grünenthal GmbH für die IG Farben tätig war. Seine Aufgabe bestand darin, die chemischen Kampfstoffe Sarin und Tabun, kurz Giftgas, herzustellen. Oder Heinrich Mückter, der sich im Sommer 1946 Hermanns neu gegründetem Unternehmen anschloss, nachdem er wiederholt Experimente an Häftlingen im Konzentrationslager Buchenwald durchgeführt hatte, an denen viele starben. Bei der Chemie Grünenthal GmbH trug er maßgeblich zum florierenden Geschäft bei. Auch Heinz Baumkötter, der als Lagerarzt in den KZs Mauthausen, Natzweiler-Struthof und Sachsenhausen tätig war und nicht nur Impfstoffe an Häftlingen erprobte, sondern auch an der Durchführung der Hinrichtung durch Vergasung beteiligt war. Der Leiter der pathologischen Abteilung der Chemie Grünenthal GmbH im Jahre 1960, Martin Stemmler, engagierte sich im Dritten Reich politisch für die Rassenpflege des deutschen Volkes und verfasste Schriften wie Kerngifte und Psychotherapie und Kastration. Ernst Günther Schenk, der in der Nachkriegszeit bei der Chemie Grünenthal GmbH angestellt wurde, um dort in der pharmazeutischen Abteilung zu arbeiten, war während des Zweiten Weltkrieges der Ernährungsinspektor der SS. Seine entwickelte Proteinsalami für die deutsche Wehrmacht testete er an KZ-Insassen, von denen viele kurz darauf an Hungerödemen starben. Die Liste ist lang. Und wir können nicht auf jeden einzelnen NS-Verbrecher, der in der Chemie Grünenthal GmbH festen Fuß fassen durfte, eingehen. Aber eins ist klar: Das Unternehmen hat Blut an den Händen. Tausende Babys werden in den Jahren von 1957 bis 1961 mit schwersten körperlichen Missbildungen geboren. Wie konnte es dazu kommen? Wir befinden uns in den 1950er Jahren. Otto Ambros, einer der Wissenschaftler des Dritten Reiches, ist bei der Chemie Grünenthal GmbH beschäftigt. Er entwickelt ein Medikament, das unter dem Namen Thalidomid bekannt wird. Daran arbeitet er schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dokumente legen heute nahe, dass es sich um ein Gegengift für Nervengas handelte. Dieses Medikament hatten Ärzte in Dutzend Ländern schwangeren Frauen zwischen 1957 und 1961 gegen die morgendliche Übelkeit verschrieben, obwohl es nur unzureichende Sicherheitstests dafür gegeben hatte. Das Ergebnis: Insgesamt werden in Europa und Afrika 10.000 Kinder mit körperlichen Missbildungen und Hirnschäden geboren. Dr. Martin Johnson, der Direktor des Thalidomid Trust, einer Stiftung, die sich um Opfer dieses Medikaments kümmert, sagte: Es sieht jetzt immer mehr so aus, als ob Thalidomid das letzte Kriegsverbrechen der Nazis war.
Als Ambros bei Grünenthal anfängt, existiert ein Thalidomid-Patent, das vermuten lässt, dass das Medikament bereits an Menschen in den Todeslagern getestet worden war, bevor die offiziellen Tests begannen. Bis heute behauptet Grünenthal, dass Thalidomid erst 1953 erfunden wurde und dass Dokumente über die vorherigen Arzneimittelstudien verloren gegangen seien. Aber ein Dokument wirft Fragen auf. So wird angenommen, dass das Unternehmen zuvor den Markennamen Contergent und damit wahrscheinlich das Medikament von einem französischen Unternehmen erworben hatte, das unter der Kontrolle des Nazi-Regimes stand. Die Sprache ist von Ron Poulenc, das 1942 insgesamt 14 Medikamente mit der Endung Ergent registrierte. Kein anderes Unternehmen verwendete damals diese Endung und die Auswirkungen hatten oft deutliche Ähnlichkeiten mit Thalidomid. Dr. Johnson klärt auf: Nicht nur der Name ist typisch für die Ron Poulenc Markennamen der 1940er Jahre, auch die Wirkung von Thalidomid gehört zu dieser Produktpalette. Außerdem gibt es ein Dokument der deutschen Pharmafirma IG Farben vom November 1944, das sich auf eine Substanz mit derselben chemischen Formel wie Thalidomid bezieht. In seinem Buch Hitlers Labor gibt der argentinische Autor Carlos de Napoli an, dass der Unternehmensdirektor Fritz der Meer eine Notiz an den SS-General Karl Brandt, der Hitlers Euthanasie-Programm leitete, gesandt habe. In dieser Notiz geht es um das Medikament mit der Nummer 4589 darum, dass es getestet wurde und zur Anwendung bereit ist. Es besteht absolut kein Zweifel an der nationalsozialistischen Entwicklung und Experimentierung mit Thalidomid in den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkriegs, sagte de Napoli. In einem Bericht kommt Dr. Johnson zu dem Schluss: Die Patente legen nahe, dass Thalidomid wahrscheinlich eines von mehreren Produkten war, die im Chemielabor Dyhernfurt oder Auschwitz-Monowitz, einem synthetischen Kautschuk- und Benzinverarbeitungsbetrieb mit Zwangsarbeitern aus Konzentrationslagern unter der Leitung von Otto Ambros, im Rahmen der Forschung zu Nervengas entwickelt wurden. Zurück zu Ambros. Er ist in der Zeit der Entwicklung von Thalidomid der Vorsitzende des Beratungsausschusses von Grünenthal und plant Contergent oder, wie es später bekannt wurde, Contergan, als sicheres und wirksames Beruhigungsmittel bei Schwangerschaftsbeschwerden zu verkaufen. Er kümmert sich darum, dass das Medikament als völlig ungiftig, nicht süchtig machend und ohne Nebenwirkungen in die Geschichte eingeht. Doch die Realität sieht leider anders aus. Zehntausende betroffene Menschen, deren Mütter einem Medikament vertrauten, das ursprünglich als Gegengift für Nervengas entwickelt wurde. Wir wissen nun von den Missbildungen. Doch wie wahrscheinlich mag es wohl sein, dass viele andere Kinder in den Tagen und Monaten kurz nach der Geburt starben oder es gar nicht lebend auf die Welt schafften? Schätzungsweise gibt es zwischen 87.600 und 275.500 Opfer, denn schon eine einzige Tablette hatte verheerende Auswirkungen auf den Fötus. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Einnahme von nur einer Tablette in den ersten 21 bis 22 Tagen nach der Empfängnis Schäden an den Augen verursacht oder zu deren Verlust geführt haben. Ab dem 24. Tag hat sie den Verlust der Arme und ab dem 29. Tag den Verlust der Beine zu verantworten. Aber Thalidomid hat nicht nur Kinder ernsthaft geschädigt. Stell dir vor, du nimmst das Medikament regelmäßig für einen Zeitraum von mehr als 14 Tagen ein. Plötzlich spürst du ein Kribbeln in deinen Gliedmaßen. Du denkst dir nichts dabei, Thalidomid ist schließlich sicher. Als du am nächsten Morgen aufwachst, kannst du deine Beine nicht mehr fühlen. Du gerätst in Panik, schleppst dich selbst aus dem Bett und versuchst aufzustehen. Nichts. Du bist gelähmt. Während du auf dem Boden liegst, bekommst du stechende Muskelkrämpfe, die sich durch deinen ganzen Körper ziehen. Die Diagnose ist gleichgestellt. Du hast Polyneuritis, eine Nervenschädigung, die sich im geringeren Übel auf dein Gleichgewicht auswirkt, im schlimmeren Übel, naja, das hatten wir ja gerade. Insgesamt sind im Contergan-Fall über eine 500.000 Erwachsene betroffen.
Dr. Johnson dokumentiert die Antwort von der Chemie Grünenthal GmbH, die das Unternehmen an einen Chirurgen schickte, der Contergan selbst eingenommen hatte. Vielen Dank für Ihren Brief vom 8. März 1960, in dem Sie uns mitteilen, dass Sie zunehmend an Parästhesien und wahrscheinlicher Polyneuritis leiden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass uns bis heute keine solchen Berichte vorliegen. Natürlich stimmt das nicht ganz. Es gab Warnungen und das Unternehmen erhielt etliche Berichte über die immensen Nebenwirkungen des Medikaments. Und dennoch behauptet die Chemie Grünenthal GmbH bis heute nichts von dem schädlichen Potenzial gewusst zu haben. Aber ist das wirklich möglich? Die Beweise von Dr. Johnson, Stokers und Arndt, zwei anderen Investigatoren, machen es nahezu unmöglich, das zu glauben. So gibt es zum Beispiel klare Hinweise darauf, dass Heinrich Mückter, der Chefwissenschaftler von Grünenthal, bereits ein Jahr vor Markteinführung von Thalidomid Warnungen von Dr. Piacenza, einem italienischen Arzt, erhielt, der Versuche mit dem Medikament durchführte. In seinem Bericht von 1956 schrieb Dr. Piacenza, dass das Medikament aufgrund seiner Toxizität ungeeignet sei. Er beschrieb Nebenwirkungen bei erwachsenen Patienten, darunter einen Hautausschlag am ganzen Körper und Schäden an peripheren Nerven. Weitere Berichte besorgter Ärzte wurden an Grünenthal gesendet, aber das Medikament wurde nicht vom Markt genommen. Auch der Wissenschaftler Dr. Randolf Riemschneider äußerte 1959 Bedenken, dass Thalidomid bei den von ihm untersuchten Kaulquappen extreme Geburtsfehler verursachte. Wie er später festhält: Wir haben diese Informationen mit Fotos an die Chemie Grünenthal GmbH geschickt. Leider erfolgte keine Antwort. Doch noch schlimmer: Auch als seine Auswirkungen bekannt wurden, verkaufte das Unternehmen Thalidomid weiterhin, bis 1961. In diesem Jahr gab die Chemie Grünenthal GmbH das erste Mal zu, dass das Medikament schädliches Potenzial hatte. In einer Rede am 14. Juli 1961 sagte Heinrich Mückter, der Chemiewissenschaftler von Grünenthal, zu seinem Personal: Wenn ich Arzt wäre, würde ich Contergan nicht mehr verschreiben. Meine Herren, ich warne Sie, ich sehe große Gefahren. Dennoch zog er das Medikament erst im November desselben Jahres vom Markt zurück. Für 25% der betroffenen Babys kam diese Entscheidung viel zu spät. Sie hätten alle keine Schäden davon getragen, hätte Mückter das Medikament gleich nach seiner Rede zurückgezogen. Und nicht alle Überlebenden waren von den Gliedmaßenschäden betroffen, die typisch für Contergan sind. Als toxisches Nervengift verursachte es auch verheerende innere Schäden. Johnson, Stokes und Arndt erzählen von Julie Lane, deren Mutter mit dem Medikament versorgt worden war. Äußerlich hatte Julie nur geringfügige Schäden an ihren Händen. In jungen Jahren entwickelte sie jedoch epileptische Anfälle und verlor in ihrer Jugend die Möglichkeit zu laufen. Kurze Zeit später versagten ihre Arme. Nach und nach begannen ihr Gehör und ihr Sehvermögen nachzulassen. Nachdem sie mit 44 Jahren verstorben war, hatten ihre Eltern eine Autopsie durchführen lassen, bei der sich das Ausmaß des Medikaments auf die inneren Organe entfaltete und Schäden, die schon seit ihrer Geburt vorhanden waren, zum Vorschein brachte. Contergan-Überlebende warten immer noch auf Gerechtigkeit, während die Chemie Grünenthal GmbH, die das Thalidomid patentiert hatte, nie zur Rechenschaft gezogen wurde. 1968 wurde zwar ein Prozess eingeleitet, der aber später mit der Begründung ausgesetzt wurde, dass kein öffentliches Interesse an einer Fortsetzung der Strafverfolgung besteht. Es war klar, dass Westdeutschland und die Politiker, die in guter Verbindung zur Wirtsfamilie standen, die ganze Sache unter den Tisch kehren wollten. In Großbritannien jedoch zahlte die Firma Distelos, die das Medikament vertrieb, nach einem langwierigen Rechtsstreit einige Entschädigungen. Abgesehen von der finanziellen Entschädigung mussten Opfer und ihre Familien tatsächlich mehr als 5 Jahrzehnte auf eine einfache Entschuldigung warten. Doch am 31. August 2012 trat der neue CEO des Unternehmens, Harald Stock, vor die Zentrale in Stolberg, um die Bronzeskulptur des leidenden Mädchens zu enthüllen und sich bei allen Opfern,
ihren zutiefst betrübten Familien und den geschädigten Überlebenden zu entschuldigen. Seine Aufrichtigkeit war offensichtlich. Wir bitten um Vergebung, dass wir fast 50 Jahre lang keinen Weg gefunden haben, uns von Mensch zu Mensch an sie zu wenden, sagte Stock. Wir bitten sie, unser langes Schweigen als Zeichen für den Schock zu betrachten, den ihr Schicksal in uns ausgelöst hat. In der Türkei, den USA und in Frankreich hatte das Medikament keine Zulassung erhalten. Jetzt wissen wir auch, warum. Aber was uns diese Länder zeigen, ist, dass die toxischen Eigenschaften von Thalidomid mithilfe der Technologien und Verfahren der damaligen Zeit schon identifizierbar waren. 1971 wurde die Contergan-Stiftung ins Leben gerufen. Als Wiedergutmachung wird sie von der Chemie Grünenthal GmbH finanziert und kümmert sich um die finanzielle und medizinische Unterstützung von Menschen, die durch Contergan geschädigt worden waren. Nur 2 Jahre später wurde der Thalidomid Trust gegründet, der in Großbritannien ansässig ist und sich um durch Thalidomid geschädigte Menschen kümmert und sie unterstützt. Nach der Katastrophe bis zum heutigen Tag wird die Forschung bei der Chemie Grünenthal GmbH von einem Team aus Wissenschaftlern, Ärzten und Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen vorangetrieben. So entwickelte das Unternehmen 1962 das bekannte Medikament Tramadol, das dir vielleicht als Tramal bekannt ist, ein synthetisches Opioid-Schmerzmittel, das zur Linderung mäßiger bis starker Schmerzen eingesetzt wird. Im Vergleich zu den anderen Opioiden macht es nicht süchtig und ruft auch keine Atemdepressionen hervor. Allerdings wird es dadurch auch attraktiver für den Missbrauch. Im Jahr 2020 stand es in den USA schon auf Platz 35 von den am häufigsten verschriebenen Medikamenten mit über 17 Millionen Rezepten. Und nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit führte Tramadol zu starkem Missbrauch. In Togo und anderen Ländern West- und Nordafrikas zum Beispiel wurde Tramadol zu einer weit verbreiteten Droge, da es preiswert, leicht erhältlich und in hohen Dosen verfügbar war. Aus Indien, China und anderen Ländern wurden große Mengen Tramadol nach Nord- und Westafrika exportiert, was zu einer erhöhten Verfügbarkeit des Medikamentes führte. Auch in Deutschland wurde in jüngster Zeit darüber diskutiert, dass das Land mit einer Opioid-Epidemie konfrontiert ist, bei der auch Tramadol eine große Rolle spielt. Viele deutsche Rapper reden oft von Tramadol oder Tilidin, was der Jugend diese Droge als harmlos verklickert. Tramadol hat insgesamt dazu beigetragen, die Schmerztherapie zu verbessern und vielen Menschen weltweit bei der Schmerzbehandlung zu helfen. Wir müssen uns trotzdem vor Augen führen, dass es wie alle Opioide ein hohes Missbrauchspotenzial besitzt und dadurch zu Problemen führen kann. Und wie steht die Chemie Grünenthal GmbH eigentlich zu ihrer Vergangenheit? Obwohl das Unternehmen bis heute bestreitet, über die Risiken des Contergan-Mittels Bescheid gewusst zu haben, hat es sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und sich verpflichtet, verantwortungsbewusster zu handeln. Das können wir in den Entschädigungssummen für die Opfer und in der Überarbeitung der Unternehmensstruktur sehen. Die Chemie Grünenthal GmbH hat sich trotz ihrer dunklen Verbindungen und Machenschaften zu einem globalen Marktführer im Bereich der Schmerzmittel entwickelt und setzt sich gleichzeitig für alternative Schmerztherapien wie Physiotherapie, Psychotherapie und Akupunktur ein. Am Ende bleibt es ein Pharmaunternehmen, dessen Profit aus Krankheit und der dazugehörigen Behandlung entsteht. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann hast du jetzt die Chance, dir ein Abo zu holen und mit einem einzigen Klick die nächste Entstehungsgeschichte hautnah mitzuerleben.